warum grüne Energie eigentlich schmutzig ist und was man dagegen tun kann. Das ist unser Thema hier. Das werden wir gemeinsam abarbeiten. Herzlich willkommen beim IMAGAZIN. Herzlich willkommen, Alexander Pöll, Diplom-Ingenieur Alexander Pöll. Auch wenn sich mein Partner, Freund, Chefredakteur Thomas Buchbauer bei dieser Eröffnung sicherlich ärgern wird, aber was ist es mit dem schmutzigen Strom? Wie kann der Strom schmutzig sein? Ja, hallo erst einmal Thomas. Ja. Also danke für die Einladung noch einmal. Wir haben uns ja schon vor einigen Monaten wegen der Dezellate-Stationsprüftechnik hier an dieser Stelle unterhalten. Noch einmal danke für die Einladung. Ja, um was geht es bei dem Thema? Also man muss ein bisschen, weil es ja doch ein komplizierteres Thema ist, ein bisschen ausholen. Aber es ist ein spannendes Thema, definitiv, das viele im Mund haben. Aber wie kommt es denn dazu? Naja, es hat sich ja doch jetzt einiges geändert in den letzten Jahren. Also wir haben ja, wenn man sich die Energieversorger anschaut, ändert sich ja die Flussrichtung. Das heißt, im Endeffekt habe ich jetzt immer mehr alternative Energiequellen, also PV-Anlagen, Windräder etc., die ich dezentral, also in der Vergangenheit hat es ja zentrale Einspeisungen gegeben. Kraftwerk, Einspeisung, Transport. Genau. Fertig. Und das wird jetzt aufgrund der Energiewende immer mehr und mehr zu dezentralen Einspeisungen, wo natürlich jetzt der Energieversorger bei dieser dezentralen Einspeisung, ich formuliere es jetzt einmal, in quasi Blindflug auf der Niederspannungsebene ist, weil er natürlich nicht in Echtzeit zeitsynchron die Information hat, was gerade eingespeist und verbraucht wird. Mhm. Das ist der eine Punkt, der hier zu Veränderungen in der Netzstruktur führt. Und zu Problemen führt. Und zu Problemen. Und der zweite ist, dass natürlich aufgrund der jetzigen Technologie, wenn immer mehr Leistungselektronik, nicht lineare Verbraucher, Computer, Automatisierungstechnik, Steuerungen etc. etc. im Einsatz sind. Autos. E-Mobility natürlich, ja. Wechselrichter, Frequenzumrichter etc. Ich habe hier nicht lineare Verbraucher, die natürlich einen negativen Einfluss auf das Netz haben. Was kann da jetzt dadurch passieren? Also wir haben jetzt schon gesagt vorhin die Flussrichtung. Das heißt, wenn ich jetzt vieles einspeise bzw. konsumiere mit der E-Mobility, habe ich natürlich Spannungsänderungen im Netz, Frequenzänderungen im Netz. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nicht lineare Verbraucher habe, habe ich natürlich viele Oberschwingungen, ich habe Blindleistung, die natürlich das Netz, so wie du vorhin schon gesagt hast, schmutzig machen. Ja. Und dann natürlich Probleme verursachen. Jetzt ist aber ein wesentlicher Punkt, jetzt sagen wir immer, okay, schmutzig, aber was bedeutet denn das? Genau. Es bedeutet im Endeffekt, man hat ein funktionierendes, vermeintlich funktionierendes Netz und plötzlich geht der Aufzug nicht mehr. Da geht die Telefonanlage nicht mehr. Müssen die Serverlandschaften stürzen ab. Röntgensysteme beim Zahnarzt in Spitälern. Zum Beispiel, ja. Also jegliche sensitive Elektronik kann aufgrund dieser Einflüsse hier ausfallen, zu Störungen führen. Ich habe im Endeffekt hier Überhitzungen, Motoren, Transformatoren können überhitzen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, spricht momentan von Energie einzusparen, aber im Endeffekt habe ich auch eine große Verlustleistung, wenn ich jetzt ins Netz Rückwirkungen einspeise. Und das verursacht man natürlich, wie schon gesagt, Überhitzungen, aber eben auch Verlustleistungen. Hitze ist Verlustleistung in Wahrheit, ja. Was hat GMC hier mit dieser Problematik zu tun? Was verkauft sie gerade oder was präsentiert sie gerade? Was ist hier neu? Also was wir bei GMC Instruments haben, also GMC Instruments ist ja unser Dachkonzern, der ja die unterschiedlichen Firmen im Konzern vereinheitlicht hat. Das alles, was die tragbare Prüftechnik ist die Gossmetrawatt, werden vielleicht viele von euch kennen. Alles, was Industrie ist, kommt von der Camille Bauer. Mhm. Und speziell von dieser Richtung haben wir jetzt ein Produkt, wo wir genau diese Lastflüsse und die Netzqualität und das ist jetzt ein wesentlicher Punkt, in der Niederspannungsebene. Also alles, was kleiner, 1 kV ist. Also Netzebene 7, reden wir davon? Genau, Netzebene 7 in der Niederspannungsebene, also beim Abgang vom Trafo
alles, was kleiner NKV ist, hier misst und das zeitsynchron und in Echtzeit. Und das ist der springende Punkt. Nicht mit 15 Minuten Verspätung, weil? Genau, es hat natürlich, gibt ja viele, also die Haushalte haben ja die Smart Meter im Einsatz, nur diese, die Information, die von den Smart Meter kommt, genau, und die können nur bedingt für diese Information herangezogen werden. Außerdem gibt es Datenschutz immer noch, zumindest sagt man so. Genau, ja. Und, so. Und jetzt habe ich im Endeffekt die Möglichkeit, hier über ein System, das ich quasi am Trafo-Abgang hineinschalte, hier in Echtzeit und zeitsynchron die Ströme und die Netzqualität zu messen und hier einem übergeordneten Management zur Verfügung zu stellen, die einerseits hier Inputs für Gegenmaßnahmen ansteuert, andererseits auch Prognosen berechnet für den Leistungsverbrauch und für den Energieverbrauch der nächsten Tage. Weil es ist ja so, das, was ja heutzutage so volatil geworden ist, wenn ein schöner Tag ist, haben wir massive PV-Einspeisung. Am Abend, wenn die Leute mit dem E-Auto nach Hause kommen, stecken sie an, haben natürlich einen großen Energieverbrauch. Und hier hat sich diese Planbarkeit hier geändert. Und weil ja die Menge immer mehr wird, ist es natürlich für den Energieversorger wichtig, hier auch eine klare Aussage und eine pointierte Aussage zu haben, wie schaut mein Energiefluss aus und wie schaut meine Netzqualität aus, um genau die besagten Themen von vorhin, also diese negativen Phänomene zu verhindern. Das heißt, Zielgruppe in erster Linie sind einmal die Energielieferanten. Genau. Da reden wir von Wien, Niederösterreich, Kelag und so weiter. Mhm. Aber runter bis zu den Betreibern kleiner, meinetwegen Flusskraftwerke und ähnliche Geschichten. Genau, genau. Das heißt, da redet man sicherlich von 1000 möglichen Adressaten für diese Botschaft. Also der Bedarf wird täglich mehr, weil natürlich auch alle diese Phänomene, wie ich sie formuliere, also die nichtlinearen Einflüsse und vor allem die Lastflussänderungen, hier natürlich nicht weniger werden. Im Gegenteil, es wird mehr. Und damit wird es für jeden dieser Energieversorger wichtig zu wissen, was in seinem Netz auf der Niederspannungsebene stattfindet. Wie heißt dieses Gerät? Also wir haben ein Gerät, ein Power Quality Modul, also unser BQ5000, das quasi mit Current Link Technologie funktioniert. Mhm. Was heißt das? Also ich habe ein Power Quality Modul, wo ich dann Current Link Module, also das ist Current Link Module heißt, ich habe hier meine Kanäle, das heißt, ich schalte pro einem Gesamtsystem bis zu 30 Ströme, heißt 10 Kanäle. Oder wir haben auch ein neues System, das ist jetzt gerade gepublished worden, wo wir das Ganze nicht fix verdrahtet, also hardwired, sondern über Funk machen, wo wir hier die Dimension größer machen. Deshalb, ich habe bis zu 100 Ströme die Möglichkeit, hier einzuspeisen und hier zu messen. Das heißt, ich habe mehr als 30 Kanäle, die ich hier darstellen kann. Im Zuge dieser, also was hier das Wesentliche und das wirklich das Einfache ist, ich habe das Ganze mit Rochowski-Spulen, das heißt, ich muss keine Verdrahtung in den Trafo-Abgängen ändern, das heißt, ich gehe mit meinen Rochowski-Spulen in die Trafo-Station rein, schließe rundum bei den einzelnen Strömen, habe mein zentrales Gerät, das die ganzen Daten in Echtzeit und zeitsynchron, also du wirst schon gemerkt haben, dieses Wort zeitsynchron und in Echtzeit kommt immer, weil das der wesentliche Punkt ist, hier eine klare Message zu haben über den Verbrauch und über die Qualität. Dieses Produkt misst dann die ganzen Qualitätsdaten, die Lastflussdaten und wir haben hier unterschiedliche Möglichkeiten über auch Kooperationen mit Software und übergeordneten Softwarefirmen, hier auch die Prognosesoftware hier bereitzustellen. Für dich, besser gesagt für Leute, die sich technisch nicht so gut auskennen, ist es ähnlich wie, es sagt dann jemand, du hast ein Wimmerl am Kopf und du kannst dann anfangen zum Suchen. Du kannst es lokalisieren, das ist auf der Spitze der Nase und damit kann man darauf reagieren. Genau. Abdecken, ausdrücken oder was auch immer tun. Ganz jetzt sind wir beim Ausdrücken. Was tut eine EVN, Kellag und Co., wenn sie das jetzt wissen? Sie haben dein Gerät im Einsatz, was tun sie dann gegen den unsauberen, gegen den schmutzigen Strom? Naja, es sind zwei Mechanismen. Also wir haben ja vorhin schon gesprochen von Netzqualität. Ja. Problemen und von Lastflussinformationen. Also bezüglich der Lastflussinformation kann natürlich der Energieversorger hier eine
klare Prognose für die nächsten Stunden, Tage aufstellen, wie der Energieverbrauch ist. Das heißt, er kann seine Steuerung seiner Anlagen entsprechend der Messdaten aufbauen. Das ist der eine Punkt und das ist wirklich in Echtzeit. Und da, bei den Qualitätsdaten kann er natürlich, wenn hier eine Verschmutzung, wie du gesagt hast, von über die nicht lernenden Verbraucher, ja, wir reden ja von Oberschwingungen etc., kann hier natürlich entsprechend auch mit den, es kann ja entweder von Energieversorger oder auch von den einzuspeisenden Objekten sein, hier entsprechende Filtertechnologien etc. einbauen, um das zu verhindern. Lieber Alexander, warum kann das dann auch für produzierende Industrie sinnvoll sein, mit dir Gespräch zu führen? Also, wir sind ja jetzt mit dieser Smart Grid, wie wir das Thema nennen, hier gehen wir jetzt ja in die Breite, präsentieren das. Wir haben ja das bei der Smart Automation schon präsentiert, im Mai mit einem Fachvortrag. Aber, und du sprichst das genau an, das ist ja auch ein Thema für Industriekunden und wir haben ja schon in den letzten Jahren einzelne Industriekunden mit einem, wir nennen es Empower Quality Modul, ausgerüstet, dass hier exakt die Netzqualität von einzelnen Industriebetrieben am Ausgang ihrer Anlage, am Ausgang in Richtung Netzbetreiber messen zu können. Am Eingang zum Industriebetrieb. Genau, oder Ausgang vom Industriebetrieb zum Energieversorger, ja, vice versa. Das heißt, hier geht es um produzierende Industrie, die sozusagen einen sauberen Strom ohne Irritationen für ihre Produktion brauchen. Brauchen und auch, also das ist immer, wie sagt man so schön, eine Bringschuld und eine Hohlschuld. Das heißt, ich möchte natürlich, dass ich einen sauberen Strom vom Energieversorger bekomme, aber auch, dass ich einen sauberen Strom hinterlasse. Weil natürlich jeder Industriebetrieb, der wo große Leistungen sind, kann es natürlich vorkommen, dass ich natürlich Rückwirkungen ins Netz habe und die natürlich so weit wie möglich minimieren zu können. Lieber Alexander, du weißt, dass große Teile unserer Leser Elektriker sind und Teile von denen arbeiten in der Industrie. Was gibt es für die für Möglichkeiten, für Geräte, um die Qualität des Stroms, den ihre Kunden beziehen, zu überprüfen? Danke für die Frage. Das ist ein wesentlicher Punkt und auch eine Stärke von der GMC Instruments Gruppe, hier Lösungen für die unterschiedlichen Einsätze zu haben. Das heißt, wir haben vorhin ja gesprochen, die Energieversorger, Industriekunden, die eher auf fix eingebaute Geräte bauen, weil die natürlich in ihren Systemen eben beheimatet sind. Aber natürlich, wenn ich, so wie du angesprochen hast, einen Elektriker habe, der jetzt heute auf der Baustelle A ist, morgen auf der Baustelle B, will natürlich ein mobiles Gerät haben. Und hier bezüglich dieser Power Quality Methode haben wir auch mobile Geräte, wo der Elektriker an die Anlage geht, hier ebenfalls, dass der Vorteil mit Rohovsky-Spulen sich in die Zuleitung hängen kann. Hier das Gerät startet, das Gerät 10 Stunden, 24 Stunden, die Daten werden auf einem Chip aufgezeichnet. Analysiert. Und ich kann dann im Endeffekt die Daten abholen, die erste Analyse mir anschauen, beziehungsweise weiterführende Analysen dann offline in der eigenen Firma machen mit einer spezifischen Software dazu. Mir würde deine Expertenmeinung wirklich interessieren, was ist kritischer? Wir kennen da bei Horn die große Anlage, PV-Anlage, oder die vielen kleinen, die auf den Häusern oben sind. Was ist kritischer für die Netzqualität? Naja, meiner Meinung nach, meines Verständnisses nach, ist es so, dass natürlich eine große Anlage, also ein Energieversorger eine große Anlage besser prognostizieren kann. Wichtig ist aber auch zu wissen, dass natürlich jede PV-Anlage für den Energieversorger etwas nicht sehr Vorhersehendes ist und er natürlich dann mit tausenden Variablen zu kämpfen hat. Das gilt speziell natürlich auch für Wind, weil da muss genau prognostiziert werden, wie viel am nächsten Tag eingespeist werden oder wird, weil drüber schießen bedeutet Strafe. Da muss einbezahlt werden. Gut, damit haben wir die unkritischen Dinge eigentlich beantwortet. Ich möchte mit dir ganz gerne im zweiten Video das Thema, wie schaut die Zukunft eigentlich wirklich aus? Wir stehen ja erst am Anfang der PV-Anlagen, wir stehen erst im ersten Step der Elektromobilität. Welche Herausforderungen stellt sich den Stromlieferanten, uns als Anlagenbetreiber? Wie schaut die Zukunft aus? Wie plant man richtig?
kann euch nur sagen, danke mal fürs Zuhören, bleibt dran. Der zweite Teil wird vielleicht visionärer, aber wir versuchen die Zukunft zu interpretieren und für euch planbar zu machen. Alles Gute, Baba, bis dann.